General Motors kündigte kürzlich seine Absicht an, sein Brennstoffzellengeschäft über Fahrzeuge hinaus auszudehnen, indem es ein Lieferant von Wasserstoffgeneratoren wird. Die Einsatzmöglichkeiten für diese Geräte umfassen alles von Rechenzentren bis hin zu Baustellen, Musikfestivals und Militär. Indem ein zusätzlicher Fokus auf Wasserstoffgeneratoren gelegt wird, wird es GM möglich sein, die bereits getätigten H2-Investitionen zu skalieren und zu nutzen und gleichzeitig die Technologie zu verfeinern, so die Führungskräfte des Autoherstellers. Denken Sie an Orte, an denen Sie keine permanente Installation zur Stromerzeugung haben, aber saubere Stromquellen benötigen, sagte Carly Fries, Geschäftsführerin von GM Hydrotech, in einem Mediengespräch. Damals lehnte der Autobauer die Gelegenheit ab, seine Umsatzerwartungen aus dem Neugeschäft zu konkretisieren. Das Unternehmen erklärte auch, dass der Preis und das Verfügbarkeitsdatum für die H2-Einheiten zu einem anderen Zeitpunkt bekannt gegeben würden. Die Wasserstoffgeneratoren werden von einem Joint Venture zwischen General Motors und Honda zusammengebaut. Durch dieses Joint Venture werden die H2-Einheiten in Brownstown, Michigan montiert. Renewable Innovations, ein in Utah ansässiges Unternehmen, wird die Generatoren bauen und die Produktion wird 2023 beginnen, sagten Führungskräfte von GM, wie in einem Reuters-Bericht zitiert. General Motors hatte im Rahmen seines Hydrotech-Geschäfts eine vorherige Ankündigung gemacht, in der es seine H2-Brennstoffzellen, Kooperationen mit Navistar International Corporation, dem LKW-Hersteller, und mit Warptec Corporation, Lokomotiventwickler, und Liebherr Aerospace, Ausrüstungshersteller, vorstellte. Laut Frese hat General Motors diese Entscheidung getroffen, in Wasserstoffgeneratoren einzutauchen, anstatt bei Brennstoffzellenfahrzeugen anzuhalten, weil es in der Lage wäre, die Nutzung von grünem H2 zu fördern und dazu beizutragen, die mit dieser erneuerbaren Energie verbundenen Kosten zu senken Treibstoff. Er erklärte, dass der Autohersteller auch versuchen wird, sich mit Infrastrukturanbietern zusammenzuschließen, um mehr H2-Produktionssysteme zu installieren und die Abhängigkeit vom teuren H2-Transport zu verringern. Da die Kosten für erneuerbares H2 eines der Haupthindernisse für seine Einführung waren, könnte die Überwindung dieses Hindernisses einen bedeutenden Unterschied für seine allgemeine Nutzung bewirken. Vielen Dank, dass Sie sich für HydrogenFuelNews.com entschieden haben. Verpassen Sie nicht Ihren kostenlosen Zugang zu unserem exklusiven E-Book, melden Sie sich noch heute an. Folgen Sie dieser Geschichte und mehr auf HFN.